Hallo, liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu Heberekkes Popun. Einen Puzzler in der Art von Tetris hat sich der Anagnorisis gewünscht. Und ich sage einfach mal, ist nett, hat eine super geile Musik, da müsst ihr gleich auf jeden Fall drauf achten. Und ansonsten, auch wenn jetzt hier... Halt doch mal die Klappe. Auch wenn jetzt hier keine Musik läuft, gleich die Musik im Spiel ist dafür umso besser. Und ja, was zu tun ist, werden wir gleich sehen. Obwohl, jetzt läuft ja Musik. Typische 90er-Jahre-Mucke. Gepaart mit japanischer Mucke. So, was spielen wir denn mal? Story Mode, Option, Elimination. Spielen wir einfach Game. Den Game Mode. Game Mode ist bestimmt gut. How many players? One. Und dann geht's, glaube ich, auch schon direkt los. Wie gesagt, wie Tetris, Teil zusammenfügen. Achso, jetzt müssen wir erstmal noch unsere Figur auswählen. Wir haben sogar Special Attacks, Charge Attack und Cutthroat Attack. Okay, der Cho-O-Chan hat Tail Kick, Rock Solid Ice Attack. Komm, nehmen wir einfach Hebel. Habe ich die hier schon? Komm, Hebel. Ja. Ich habe keine Ahnung, was die immer sagen. Ich bin Level 1 und der Gegner ist Level 3. Ach ne, der hätte jetzt der zweite Player auswählen können. Okay, los geht's. Am besten halte ich die Klappe und wir genießen die Musik. Ja. So. Nein, direkt daneben. Super. Grün passt da hinten rein in die Ecke. So. Ich denke mal, ich verpasse irgendwas, weil die Steine nicht schnell genug runterkommen. Damit der Special Attack verstehe ich sowieso nicht. Na, wieder daneben gedrückt. Ja, das war so schon richtig. Vielleicht habe ich mal was anderes gedrückt. Hat das irgendwas bewirkt? Wahrscheinlich nicht. Wow, jetzt kriege ich auch was rüber von ihm. Wirkt jetzt alles nichts mehr, okay. Okay, das war besser. Oh, jetzt kriege ich sie wieder. Das ist gut, dass der Grüne weg ist. Oh Gott. Okay, besser. Warum er das jetzt gemacht hat, keine Ahnung. Hallo, kriege ich noch mal ein paar Steine? Oder hier Vögel von oben? Oder Spielfiguren? Ja, mach mal so weiter. Haben wir noch einen Spezialangriff hier irgendwie? Aha, kriegt der auch mal was rüber. Sehr schön. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe nicht die geringste Ahnung, was ich hier mache. Dass das was Neues wäre, aber ich weiß es echt nicht. Ah, Mist. Sollte so nicht laufen. So,
sonst noch irgendwelche Angriffe hier? Vermutlich nicht. Ah, Mist. Sollte sich einer weiterdrehen. Grünen an der Seite weg? Wahrscheinlich gar nicht. Wie kriege ich die Grünen weg? Ja, das hat sich auch schon so mancher Politiker wahrscheinlich gefragt. Okay, was jetzt? Bin ich eingefroren oder was? Okay. Ich hab nicht die geringste Ahnung, was hier passiert. Was ist los? Mal dahin. Also das fängt wieder gut an, habe ich so ein Gefühl. Wo ich nicht die geringste Ahnung habe, wieso das gut anfängt. Ah, wieder daneben. Was mache ich denn für Mist? War vermutlich nicht so gut. Alter, fängt wieder so scheiß Kopf runter. Jetzt, wo ich die Orangen hätten platzieren können. Wieder Orangen, die ich jetzt nicht gebrauchen kann. Ja, solange er mir Zeug rüberschickt, was automatisch explodiert. Aber das mit den Spezialattacken, das muss mir der gute Anagnorisis auch nochmal erklären. Was zum Teufel? Vielleicht erklärt er mir am besten mal das komplette Spiel. Oh. Ja, wieder viel zu viel Grüne. Das allerdings war gut. Komm, das habe ich doch praktisch gewonnen, oder? Gib auf! Na bitte. Ich liebe es, wenn ich Spiele gewinne und keine Ahnung habe, warum. Also ich jetzt Victory oder er? Ne, ich, oder? Ja. Gut, oder? Ich habe keine Ahnung. Haben wir jetzt ein Mirror-Match? Pardon. Da muss man sich einfach mal räuspern. Ach komm, einmal können wir noch. Starter! Starter! Und warum fängt der immer mit so einem Malus an von diesen Pinguinköpfen? Und ich nicht? Man nicht, dass ich da irgendwas gegen ist, aber... Unfair ist es ja schon. Jetzt habe ich wieder so einen Special Attack, den ich... Ich habe keine Ahnung. Das ist wieder so ein typisch japanisches Spiel, wo ich sage... Hä? Was wollt ihr von mir? Und dabei ist das nur ein Puzzlespiel. Oh, komm, mach die Köpfe da weg. Let's go.
Und du passt genau dahin. Das verbindet dann nicht. Verbindet wieder nicht. Okay, 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 okay. Kein Problem. Nein! Den Mist kannst du behalten. Ich will ihn nicht. Wie wär's denn mal mit dem Orangenen? Nur mal so gefragt nebenbei. Danke, da ist ein Orangener. Noch ein Orangener. Atta! Atta! Der sagt doch Atta! Rie! Oder? Hm. Ah. Hoppala. Was macht er denn jetzt? Das war auf jeden Fall nicht verkehrt. Ah! Ist auch schön, wie die Steine, Köpfe, Dinger mit der Zeit an Geschwindigkeit zulegen. Ah, Mist. Das kommt jetzt gerade ein bisschen ungelegen. Nicht gut aus. Lösen sich dann wieder nur zwei auf. Hätte ich vielleicht noch ein Stückchen weiter nach rechts packen sollen. Ja, den brauche ich wieder nicht. Ah, die verbinden nicht. Verdammt. Glück gehabt. Oder löst er den Spezialangriff von sich aus aus? Kann das sein? Ah, Mist. Obwohl, naja, war nicht ganz verkehrt. Der sollte sich eigentlich nochmal drehen. Irgendwie kriegt er überhaupt gar keine Steine mehr rüber. Die kommen alle nur noch bei mir an. Ja, Ata, Ata. Ja, von Jobski Hopp habe ich aber noch nichts gehört. Ah, Mist. Ich glaube, das verliere ich. Ich habe keine Ahnung, was ich verkehrt gemacht habe. Also nicht wirklich. Genau falsch rumgefallen. Mhm. Ja, gar nicht reagieren ist sicherlich total toll. Ja gut, kann ich auch gleich aufgeben. Ui, lass einfach. Einfach reinfallen. Oh nein, verloren. Das ist ja doof. Ja, ja. Freust du dich, ne? Ja gut, würde ich sagen, lassen wir es an der Stelle auch gut sein. Heberickes Popoon. Ja, ja, von wegen Round 2. Ja, Starter. Nee, nix Starter. Pause. Heberickes Popoon auf dem Super Nintendo. Ein Puzzler, den ich nicht verstehe. Dafür aber tolle Musik.
Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.